Hallo und herzlich willkommen zurück zu J-Stars Victory vs. Plus. Wir haben im letzten Part ein paar Geister, Dämonen, wie auch immer, mit unserem Freund oder beziehungsweise Ex-Freund Nube beseitigt. Und wir machen jetzt weiter und fahren gleich mal zu Geister-Lava-Ebene. Mann, war das knapp. Düsen gleich mal dahin und werden jetzt auf jeden Fall diesen Felsen wegsprengen. Und dann auf jeden Fall das zweite Siegel holen. Sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr weiter. Und so langsam möchte ich jetzt dieses Spiel auch... Scheiße, beenden. Ach so, ich muss das anklicken. Lol. Nicht, dass ich das selber abschießen darf. Ist ja mal voll kacke. Hat das überhaupt... Ich hab's gerade übel vergessen. Mach dich auf was gefasst. Gleich zerspringst du in tausend Stücke. Das Schiff steht vor dem Felsen. Richte die Kanone aus, Yosuke. Ja, ich habe ihn. Den ballern wir ein Loch mitten durch. Kanonenkugel bereit. Ein Kind, sowas Schweres schleppen zu lassen. Das hat dir doch gar nicht... Das hat dir doch keine Mühe gemacht. Letzte Überprüfung abgeschlossen. Wir können jetzt feuern. Alles gut. Nee, gut. Also los. Alle die Ohren zuhalten. Nö, ich hab's offen gehalten. Weißt du warum? Weil ich sie nicht zuhalten muss, weil ich Kopfhörer drin habe. Okay. Das Ding ist Kleinholz. Jetzt kann's weitergehen. Kleinholz, wenn dann Kleinsteiner. Was für ein Witz. Pokémon. Ja, Kleinstein. Ihr wisst schon. So, wir gehen gleich mal rein. Das war ja so ein Flachwitz. Ja, Freunde, ich glaube, ihr hasst mich dafür. So, wie lange hängen wir jetzt hier schon fest? Das ist echt übel. Stimmt schon, aber darauf rumzureiten macht es echt nicht besser. Der Zugang zur offenen See wurde durch einen Felsen versperrt. Und dabei haben wir den Edelstein der Leidenschaft. Ach, vergessen wir das blöde Ding. Wenn ihr den wegwerfen wollt, dann gebt ihn lieber uns. Wir brauchen das Ding echt dringend. Naja, wir haben ja keine Verwendung dafür. Da könnten wir... Moment mal. Was ist hier etwa noch jemand außer uns? Ja, so scheint es. Sonst hätten die ja wohl kaum mit euch geredet, ihr kleinen Spastis. Scheiße, das habe ich jetzt übersprungen. Ihr seid hergekommen, aber was ist mit diesem Felsen? Den kann man doch nicht einfach so zerstören. Na gut. Habe ich gesagt, ja gut, das habe ich. Machen wir weiter. Ha, den haben wir mit einer Kanone voll zerbröselt. Mit einem mächtigen Kabumm. Mir klingeln jetzt noch die Ohren. Mann, das heißt, wir sind gerettet. Ja, Hiko, gib unseren Retter den Edelstein der Leidenschaft, wenn es so leidenschaftlich sein soll. Sieh doch dein Kimono aus, Baby. Oh, yeah. Na schön, hier ist der Edelstein der Leidenschaft. Nehmt ihn mit. Perfekt, so, den haben wir jetzt auch. Und es wird gleich leidenschaftlich, Freunde. Seid ihr bereit? Knüpft langsam eure Hörse auf. Ihr wisst schon, was dann kommt. Der Edelstein der Leidenschaft wurde aufgeladen. Super, das brauchen wir jetzt nicht mehr durchlesen. Jetzt können wir auf jeden Fall höher schweben, fliegen, was auch immer. Wir sind jetzt den Wolken noch näher. Ja, super, das freut mich. Ich glaube, ganz so einfach wird das nicht gehen. Siehst du, das komische Schiff kommt direkt auf uns zu. Oh, verdammt, was ist das denn? Da kommt irgendwas Schwarzes raus. Es ist das Arme der Tadasu. Mir wird schon beim Anblick übel. Ja. Oder sind Shino seine Käferchen oder so. Eins von beiden wird schon sein, Freunde. So, jetzt kommt wahrscheinlich dieser dicke Schwarze wieder. Mit so einer schwarzen Jacke. Bin ich mir sicher. Das ist eine sehr böse Aura. Dagegen sind normale Mittelklasse-Dämonen ein Klacks. Und es ist. Überraschung? Ja, immer noch nicht. Hey, der dunkle Nebel verfestigt sich. Seine menschlichen Gestalt. Oh, ich wusste es, Freunde. Ich wusste es. Ich bin einfach zu gut. Zu gut. Hey, pass gefälligst auf. Du hast da fast unser Schiff zerstört. Und nochmal. Ich werde das nicht einfach so tatenlos hinnehmen. Yosuke, Gon, auf ihm mit Gebrüll. Und Killua spricht da überhaupt nicht an. Mann, bist du gemein, Naruto. Ha, Moment mal. Um das Ding werde ich mich kümmern. Hey, wer bist du denn? Bist du etwa mit dem schwarzen Ding befreundet? Ich bin Momotaro Tsurugi. Anführer der ersten Klasse an der Otokoyoku-Schule. Das da ist eine Kopie, ich bin der Echte. Aber die Kopie hat meine Gestalt angenommen. Das bedeutet, dass ich auch für sie verantwortlich bin. Also werde ich die Sache hier bereinigen. Du Idiot, in so einem Kampf geht man doch nicht allein. Ich werde ebenfalls kämpfen. Ah, Naruto. Nur weil du einen neuen Schwänzer hast, heißt das nicht, du bist der Babo. So, Supports werden wir auf jeden Fall ändern. Wir müssen Naruto nehmen. Heißt, wir haben verloren. Nein, Spaß. Ich habe keine Ahnung. Nimm mal Killua, weil dann kann er den Gegner
stunnen und dann kann ich ihm nochmal schöne Kombo reindrücken mit Sperma. Mit Kyuubi-Sperma. Ja, mit Kyuubi-Sperma. Das ist wieder so ein Moment, wo ich mir so an den Kopf lang und denke mir so... Guck mal, der Killua schwebt in der Luft. Das ist ein richtiger Badass, ey. Schwebt einfach in der Luft. Oh, Killua, du machst mich glücklich. Da. Eiskalt, so richtig ohne Gnade, Freunde. Kann man das ernst nehmen? Oh Gott. So, den Typ machen wir jetzt hier platt. So schwer kann es ja wohl nicht sein. Ich glaube, ich hatte damals doch ein paar mehr Probleme, wenn ich mich gerade so dran erinnere. Aber ich habe gelernt, Freunde. So. Perfekt, Killua. Verdammt, ich lieg auf dem Boden. Das ist nicht geplant gewesen. So, Naruto Ultimate Combination aus der Luft. Was ist das? Let's Beyblade. Da kann sich Naruto auf jeden Fall die Scheibe von abschneiden. Dann braucht er nicht mehr seinen Rasierklingen Beyblade. Aber wenn du es hauen solltest, ein bisschen Opfer. So, und weg mit dir. Oh, verdammt, jetzt schnippelt er mich. Alter, verliere ich viel Leben. Was geht denn bei dem schief, ey? Ja, und der verliert fast nichts. Soll ich lachen jetzt, oder was? Ah, verdammt! Guckt euch das mal an, ich bin jetzt schon tot. Was hat denn der geraucht? Ich bin voll geschockt. Nö. Das kann ich nicht akzeptieren, Freunde. Das geht nicht. Das mache ich nicht. Wir müssen aufpassen. Verdammt! Sag nicht, das war dein Ulti. Guck mal, das war eine Super-Attacke und ich habe so viel verloren. Nee. Zenin Mode. So, und jetzt Rasengan. Rasen Shuriken. Wuchigadado, wuchigadu. Wuchigabodo, bodo, digadado. Wuchigadado, Shakraladin, hodo, marakado. So, und jetzt nochmal. Rasengan. Und jetzt Rasen Shuriken. Perfekt getroffen. Der Badass Motherfucker Spooky ist hier in der Ecke. Und jetzt Rasengan. Rasen Shuriken! Boah, vor meinem Gesicht, du Opfer, Alter. Leck dich mit Namen und du kriegst meinen Kyuubi-Pimmel in your face geballert. So sieht's nämlich aus. Guck mal, wie der nur auf mich geht, dieser kleine Homo, Alter. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Verdammt. Danke. Danke, Momotaro. Das hast du gut gemacht. Wir werden das schaffen. Wir werden das Schiff schon schaukeln. Rasengan! Und jetzt Rasen Shuriken! Du kleiner Wichser! Du kleiner verdammter Wichser! Wie hast du das jetzt gemacht? Ich muss aufpassen, Freunde! In der Luft bin ich sicher! Rasen Shuriken! Einfach mal komplett woanders hingeschmissen, aber mit dem Kopf hoch. So, wir machen uns bereit. Momotaro! Weißt du was? Lass mich das regeln! Ich habe den Fuchsgeist in mir! So. Okay, Momotaro macht es, dann mache ich eben nichts. Kleiner Wichser. Fickt er mich richtig hardcore? Hä? Nee. Momotaro, lass mich das jetzt machen, sonst geht das hier noch total schief. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich zeig dich an. So. Momotaro, wir beenden das Ganze jetzt. Tut mir leid. Du warst ein würdiger Gegner. Bijudana, los geht's. Hab ich ihn? Hat es überlebt? Was ist das denn für einer? Ja, wir haben es. Oh, ich habe schon Angst bekommen. So, haben wir das jetzt auch geschafft. So, in dem Fall würde ich jetzt sogar sagen, warum ist er hier nicht jetzt im Kyuubi-Modus? Das wäre viel cooler. Wäre so ein bisschen Abwechslung. Aber egal. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Okay. Ich stehe heute echt unter Drogen oder so. Keine Ahnung. Ich habe vorher noch einen Cookie gemampft. Es könnte sein, dass da meine Mom vielleicht irgendwie Haschisch oder so. So Haschkekschen oder irgend sowas gemacht hat. Ich weiß nicht, ich muss das überprüfen. Okay, machen wir lieber hier weiter. Haben wir gewonnen? Ich kriege das jetzt nicht so auf die Reihe. Ja, ich würde auch meinen, dass wir die Kopie besiegt haben. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Tja, auf jeden Fall hat es echt Spaß gemacht. Aber jetzt möchte ich euch etwas fragen. Nehmt ihr an dem Jump-Kampf-Turnier teil? Ja, und... wenn dem so wäre, warum sollte dich das interessieren? Na, weil ich auch noch daran teilnehmen werde. Der Rektor meiner Schule, der Otokoyoku, hat das beschlossen. Er sagte, ich müsste kämpfen, um ein besserer Mann zu werden.
bleibst trotzdem scheiße. Warum kommst du dann nicht einfach mit uns mit? Ich glaube nicht, dass jemand was dagegen hätte. Danke für das Angebot, aber ich muss leider ablehnen. Warum? Hast du ein Problem mit uns? Ihr seid Kinder. Nein, ich will lediglich gegen euch kämpfen. Das ist alles. Man sieht sich. Wie der sich einfach verpisst. Ohne Witz. Wenn ich den nochmal sehe, der kriegt einen auf die Nuss. Wir dürften es wohl bald mit einem ziemlich schwierigen Gegner zu tun bekommen, aber der Kampf wird bestimmt echt toll. Stimmt, Naruto. Inzwischen war Ichigos Gruppe auf dem Weg zum Korinturm, als sie Bol traf und beschloss, ihn nach Hause zu begleiten. Ja, das interessiert mich bestimmt nicht. Okay. Da wären wir, der Korinturm. Was soll das hier bedeuten? Hä? Wenn du die Toilette suchst, die ist da drüben. Theater Episode 2, Pudi Pudi. Okay, Freunde, ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe. Nicht schon wieder. Und der Episodentitel ist auch noch immer derselbe. Will an den Haarjägern den Zerstören des Haarreichs Rache nehmen. Digga, bitte. Damit er seinen Herzenswunsch, immer mächtiger zu werden, wahr werden lassen kann, will er am den Jump-Kampf-Turnier teilnehmen. Aber dort ist niemand. Nein, es hat schon angefangen. Die Leute sind alle schon weg, aber gib nicht auf. Das kann ich nicht zulassen. Ich bin ja dankbar, dass ihr mich hergebracht habt, aber jetzt übernehme ich dieses Schiff. Der Perversling will kämpfen? Interessant. Ich werde gegen dich kämpfen. Oh Mann, ey. Was will denn der machen? Will der seine Nasenhaararmee holen oder was? So, wir dürfen jetzt auf jeden Fall unseren, Hiei. Stimmt, Hiei heißt er. Den dürfen wir jetzt auf jeden Fall nutzen. Was erwiderte Hinata auf das Lob von Kayami während des dritten Ausscheidungs? Danke, hör schon auf. Bist du mein Chef oder was? Geht's dir nicht gut? X habe ich genommen. Bist du mein Chef oder was? Ja, gut. Ich habe den Anime gesehen, Freunde. Rauf und runter. Ich kenne das alles immer noch auswendig. So. Ist ja also. Bei mir läuft so richtig. So. Ist am Start. Gott, ey. So heißt er. Gott, ey. Mal, ganz ehrlich, was soll denn das für ein scheiß Anime sein? Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Und jetzt explodiert das Ding wieder. Natürlich, ich hab mich eigentlich geportet, du Kunde. Ein Konto! Ich glaub's nicht. Nö, mach ich nicht. So. Und jetzt. Siehst du diese Technik? Okay, die war scheiße. Aber die ist cool. Und ich habe noch eine. Komm nur näher, Baby. Komm nur näher. Kleiner Wichser. Bogdan. Bogdan. Hast du Bogdan am Start? Wenn du keinen Bogdan hast, ist es uncool. Kein Bottle Tokyo und so. Nimm das nicht übel, gell? Nicht das Bier, Nasenhaarpeitschen, Alter. Wahrscheinlich. Ich trau mich schon gar nicht, den anzugreifen. Okay, was war das? Let's Beyblade, oder was? Okay, das war von ihm eher Let's Beyblade wie von mir. So, das war Hacken sozusagen. Und das war die normale Combo. Die ist ja nichts Besonderes, die kennen wir ja schon. Jetzt kratzt mich am Arm. Erstmal kratzen. Gut, perfekt, weiter geht's. Kennt ihr das? Also wenn ihr euch so kratzen müsst, dass ihr auch einfach so in eine Richtung einfach wegläuft oder so. Und ja, weiter. Okay. Ein Thema, was keinen Menschen interessiert eigentlich. Das ist irgendwie heute das Gesprächsthema. Wie kratzt man sich richtig? Am Sack. Na, jetzt hör doch auf mit deinem Bogdan, ey. Der schreit die ganze Zeit Bogdan, ey. Was ist das? Das ist ja eine verfolgte Orange da. Die kann er sich zu sich halten, ja. So, erste Runde geht schon mal an uns. Okay. Ich würde ja gerne mal dieses komische Stirnband abnehmen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Interessiert mich ja nicht. Pika, du bleibst weg von mir. Ich will keine Freundschaft zu irgendwelchen Leuten, die einen gelben Afro haben. Ich habe keinen Bock auf Kindermisshandler oder so. Bitte halt Abstand von mir. Den lieben Dachang. Oh, wer hat sich da geportet? Mr. Spooky hat sich geportet. So, ich würde mal sagen, dass wir gleich mal die Ulti starten. Weil die ist badass. Man kann die anscheinend ziemlich weit ausbauen, indem man irgendwie was nochmal tut. Ich muss gleich mal testen. Schauen wir mal. Ein bisschen kriegen.
Ne, ich krieg's nicht hin. Nö. Hat nicht geklappt. Ach, egal. Ich würde mal sagen, ich setz... Ja! Hör auf mit deinem Bagdan. Ey, oh, jetzt kann ich meine Ulti nicht mehr einsetzen. Nur wegen dir, du Homo-Fürst, ey, wirklich. Oh, komm, ey, wirklich. Das war echt unnötig gerade. Das war so unnötig, wie unnötig es nur geht. Das gibt's nicht. Rennt ihr da mit Milchpackungen an den Füßen oder so? Das sind doch Milchpackungen, oder? Macht mir Angst. Und oh, diese Nasenhaare. Die machen mich fertig. Komm her jetzt. Ich beende das Ganze jetzt hier. So, geschafft. Also, Freunde. Ich weiß nicht, wie man auf so einen Charakter kommt. Und den auch noch so zu nennen. Bo. Was ist denn das? Nee. Wir gehen wieder zurück zur Weltkarte. Da fühle ich mich, glaube ich, ein bisschen sicher, wie durch diese... Nasenhaare, die irgendwie aggressiv wirken. Also wenn ihr jemals aggressive Nasenhaare seht, rennt. Rennt. Bitte rennt. Gah, absolut und total besiegt. Du warst aber ganz schön stark. Diese abgedrehten Moves haben uns total verwirrt. Wir sollten keine Zeit mehr mit diesen Typen verschwenden. Wir sollten losziehen. Okay, dann machen wir das mal. Das war eigentlich total sinnlos, das uns zu zeigen. Ich meine, wen juckt das? Einverstanden? Ja, wir sollten in der Lage sein, diese Berg zu überwinden. Wenn das so ist, dann gehen wir doch Richtung Frohberge. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Aber alles im nächsten Part, Freunde. Ich freue mich drauf, schaltet wieder ein. Es geht nicht mehr lange und dann sind wir auch wieder fertig mit diesem Let's Play. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tudelü. Go fighting star! 勝利目指し